quasi, dass ich diese Misshandlungen und Einsperren und den ganzen Rauch und alles quasi so gehabt habe bis zu einem gewissen Punkt. Und der ist quasi mit meinem Bruder dann irgendwann gekommen. Die haben mich dann halt auch alleine gelassen mit ihm als Säugling. Und dann sollte ich ihn quasi schon großziehen und bin ich in die Schule gegangen. Dann habe ich halt wieder Sänger bis ins Koma bekommen. Ich hätte das Kind auch sterben lassen können. Dann habe ich auch angefangen zu überlegen, dass das nicht normal ist, weil dann... Einen wundervollen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend, ganz je nachdem, wann du dir diesen Podcast anschaust oder sogar anhörst. Hier ist wieder dein Knochenmark zu diesem Podcast, das Leben lehrt. Und heute habe ich wieder einen großartigen Gast hier an meiner rechten Seite, auf deiner linken Seite. Und das ist der liebe Pascal, der Pascal Krische. Pascal, schön, dass du da bist. Danke dir. Danke, dass ich da sein darf, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Für dich da draußen, Pascal ist ein sehr guter Freund von mir. Einer meiner besten Freunde. Wir kennen uns schon seit, wie lange kennen wir uns schon, Pascal? Seit 12, 13 Jahren oder so oder mehr. Ja, ungefähr. Ja. Also da waren wir noch Teenies und haben gemeinsam noch ein bisschen Kampfsport gemacht. Er hat mir Kampfsport beigebracht. Das waren auf jeden Fall noch schöne Zeiten. Und ja, wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange und ich habe ganz viele Menschen interviewt und vielleicht kennst du das auch. Manchmal ist der Fokus immer im Außen, du willst neue Menschen kennenlernen, was haben die denn alles erlebt und was von denen lernen. Und dann manchmal merkst du, aber ich habe doch in meinem Umfeld großartige Menschen, mit denen ich schon seit Jahren in Kontakt bin und die auch krasse Sachen in ihrem Leben erlebt haben. Und Pascal, schon mal so vorweg, hat in seiner Kindheit Misshandlungen erlebt. Er wurde als Kind misshandelt und wie es konkret aussah, was er da konkret erlebt hat, erfährst du in diesem Podcast-Interview, was er gemacht hat, um da rauszukommen, stärker da rauszugehen, um mental stark zu bleiben und um heute das zu tun, was er liebt, erfährst du auch in diesem Podcast. Also bleib dran, es wird sehr, sehr, sehr spannend. Und was du gerade beim Pascal im Hintergrund noch sehen kannst, die Selbstverteidigung etc., was es damit zu tun hat, warum das gerade im Hintergrund steht, das erfährst du auch am Ende des Podcasts, wenn wir ja auf die Thematik eingehen werden. Pascal, was machst du aktuell und was ist deine Zukunft? Aber bevor wir über das Heute von Pascal sprechen, über die Zukunft von Pascal sprechen, möchte ich über die Vergangenheit von Pascal sprechen. Ich möchte einfach, dass du mal den Pascal Krischel hier, einer meiner sehr, sehr guten Freunde, mal kennenlernst. Und Pascal, erzähl doch mal, setz mal genau dort an, wo du gerne ansetzen möchtest in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Erzähl doch mal, wie war denn dein Leben, bis du die ersten Misshandlungen sozusagen wahrgenommen hast als Kind? Hol uns doch mal mit. Mein Leben, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Wahrgenommen habe ich das ja schon recht früh. Ich wurde halt weggesperrt, unregelmäßig zu essen bekommen. Meine Mutter und mein leiblicher Vater, die haben sich sehr früh verlassen, das habe ich nicht mitgekriegt. Da war ich, glaube ich, noch kein Jahr alt. Und sie hatte wechselnde Partner und die hatten da Geschlechtsverkehr und das habe ich schon sehr, sehr früh mitbekommen und bin auch schon mit 3 allein in den Kindergarten gelaufen und dann wurde ich halt für den Geschlechtsverkehr halt des Öfteren eingesperrt und weggesperrt. Das habe ich schon mitbekommen. Und da wurde ich auch halt immer geschlagen, dass ich ruhig sein musste, auch mit Gegenständen. Und das spitzte sich dann immer zu. Auch das hat sich dann gesteigert mit den wechselnden Partnern, die meine leibliche Mutter gehabt hat, bis hin zum, ja, in die Ohnmacht prügeln, auch mit Gegenstände und das halt auch mehrfach. Ja, dann wurde ich immer älter, dann wurde ich auch eingeschult und dann ist es eigentlich so ein bisschen eskaliert, immer mehr. Also es wurde immer mehr gesteigert, weil ich war nicht sein leibliches Kind. Für mich sind dann die Männer nicht arbeiten gegangen, haben sie gesagt, um mich zu ernähren. Dann gab es halt auch mal 14 Tage nur Cornflakes. Und aber immerhin gab es Cornflakes, das ist schon mal gut. Dann habe ich halt meinen Bruder geholfen, in der Badewanne auf die Welt zu bringen mit 6 Jahren.
Und ja, das ist natürlich nicht so optimal, wenn man das mit 6 Jahren macht, halt ein Kind gebären und helfen aus der Badewanne raus, quasi das Kind da auf die Welt zu bringen. Und ja, da habe ich das halt so immer mehr aktiv halt wahrgenommen. Und ja, und meine leibliche Mutter, sage ich jetzt mal, ja, ist halt stark Alkoholikerin gewesen und hatte auch schon eine ungünstige Vergangenheit mit viel Gewalt und Alkohol und sogar Drogen. Und da habe ich das alles noch nicht so wahrgenommen. Mhm. Aber nach und nach entwickelt man ja, man versteht oder man merkt sich die Sachen. Das ist noch wie in einer Diashow. Und Darf ich kurz mal reingrätschen, sorry, oder mal nachhaken. Zunächst mal danke dir, dass du das gerade da mit uns teilst. Das finde ich total, total wertvoll. Und ich glaube, viele hören gerade zu und denken sich, wow, das geht ja sofort direkt ganz krass in die Materie rein, weil normalerweise ist man dran gewöhnt, dass wir zuerst mal langsam reinsteigen und auf einmal kommt die Krise. Und bei dir gab es aber kein normales Reinsteigen. Bei dir bist du ja da reingeboren. Deswegen da irgendwie jetzt normal anzufangen, wäre schwer gewesen. Deswegen ist das vollkommen verständlich. Und jetzt, du sagst, du bist so groß geworden mit diesen ganzen Situationen, die du erlebt hast, diese ganzen Emotionen. Und irgendwann mal hast du es wahrgenommen, dass das, was du gerade erlebst, nicht normal war. Kann das sein, dass du als Kind dachtest, ja, das ist normal? Ja. Und irgendwann mal hast du wahrgenommen, nee, das ist nicht normal. Kannst du uns da mitnehmen? Gab es da eine Situation, eine Anekdote, wo du gemerkt hast, boah, das ist gerade nicht normal, was ich erlebe, und du hast das wieder in Frage gestellt. Ich unterteile quasi meine Kindheit in so mehrere Kategorien. Einmal die Frühkindheit, bis ich 7 Jahre alt war. Da würde ich direkt dran anknüpfen, quasi, dass ich diese Misshandlungen und Einsperren und den ganzen Rauch und alles quasi so gehabt habe bis zu einem gewissen Punkt. Und der ist quasi mit meinem Bruder dann irgendwann gekommen. Die haben mich dann halt auch alleine gelassen mit ihm als Säugling. Und dann sollte ich ihn quasi schon großziehen und bin ich in die Schule gegangen. Dann habe ich halt wieder Sänge bis ins Koma bekommen. Ich hätte das Kind auch sterben lassen können. Dann habe ich auch angefangen zu überlegen, dass das nicht normal ist, weil dann in den Ferien bin ich sozusagen zu meiner Tante gegangen, die später dann auch meine Pflegeeltern wurden, so mit 7, 8 Jahren. Und da war das Leben halt, naja, wie soll man das sagen, anders. Ich habe das früher als anders und schön empfunden, weil da wurde mal mit mir gespielt. Ich habe regelmäßig zu essen bekommen. Und da wurde sich um mich gekümmert und auch für mich interessiert. Und das war quasi auch der Punkt, wo ich gesagt habe, es ist halt schön dort. Es ist einfach ein schönes Leben. Mhm. Und sie wollte mich dann abgeben in ein Kinderheim, quasi meine leibliche Mutter. Und weil sie haben dann noch ein Kind gezeugt. Und die Gewalt spitzte sich halt immer mehr zu. Ne? Und andere haben das auch mitbekommen, weil ich halt dementsprechend dann auch aussah. Und und dann bin ich quasi in diese Pflegefamilie. Das war schon mal ein Wendepunkt, was sehr, sehr gut war. Ja. Die Pflegefamilie hat sich immer ein Kind gewünscht. Das hat nicht so geklappt bei ihnen, biologisch gesehen, bis ich kam. Und freitags war alles unterschrieben beim Jugendamt und montags haben sie erfahren, dass sie schwanger sind, sozusagen. War gut, war okay. Ich bin da groß geworden in dieser Familie, das war recht geordnet und war das Beste, was mir passieren konnte, bin ich ehrlich. Und ich habe auch Liebe bekommen. Andere Liebe als meine Schwester bekommen haben, das habe ich nach und nach auch verstehen dürfen. Ja. Und was ich jetzt auch durch dich, Marc, und durch unsere anderen Freunde und durch Seminare und durch alles so lernen durfte, dass das halt so sinnig alles ist. Also ich kann niemand anderen verändern, ich kann nur meine Einstellung dazu verändern, aber das habe ich jetzt erst in den letzten Jahren halt so begriffen, die Weisheit. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass sie mich nicht so lieben wie ihre eigenen Kinder. Und ich habe mich da immer nachgesehnt, habe es aber nicht bekommen. Auch mit dem Kuscheln und Liebe und die Fürsorglichkeit. Und klar sind es 2 Mädels und ich war ein Junge. Ich habe im Frühkindalter schon John Rambo gucken dürfen. Und als ich auf einmal mit 7, 8 Jahren
halt dort in das normale Leben, sage ich mal, jetzt kam, durfte ich keine Filme mehr ab 18 gucken, das habe ich gar nicht verstanden. Und die Leute sich so. Ja, nimm uns mal mit, gerade in deine Jugend, weil auf einmal gibt es einen Haushaltswechsel, einen Erziehungswechsel, erziehungsberechtigten Wechsel sozusagen. Und auf einmal merkst du, es ist eine totale Veränderung von totaler nicht wertgeschätzt werden als Kind, sozusagen misshandelt werden. Und auf einmal kommst du in eine Familie, wo du wertgeschätzt wirst, wo du gesehen wirst, wo man mit dir spielt, wo du Anerkennung bekommst, Wertschätzung bekommst. Ja. Klar war dann die Wertschätzung anders als dann die leiblichen Kinder, die dann kamen. Aber trotzdem war dein Leben ja schöner als in der Kindheit. Jetzt hast du eben reflektiert. Du hast eben reflektiert und gesagt, so war das. Und es ist auch okay so. Und es darf so sein. Das sagst du heute. Also Pascal, der sich extrem weiterentwickelt hat, der extrem reflektiert ist. Aber wie war es denn als kleiner Pascal noch, als jugendlicher Pascal, der das vielleicht noch gar nicht realisiert hatte, was da gerade abgeht? Wie ist er damit umgegangen? Teilweise hat man es nicht so mitbekommen. Also ich wusste, dass sie nicht meine leiblichen Eltern waren. Und irgendwann habe ich auch gefragt, ob ich sie Mama und Papa nennen darf, relativ zeitnah. Das war auch super, in Ordnung. Die sind meine Eltern. Die haben mich. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Erzeuger und Erzieher. Und ich habe einen anderen Namen getragen. Ich heiße Krischel, sie heißen Schmeer. So, da fängt es schon an. Meine beiden Schwestern heißen Schmeer. Wie könnt ihr Schwestern sein? Oder Geschwister sein? So. Und nach und nach hat sich das auch weiterentwickelt. Quasi, ich bin Dorfkind sozusagen und musste auch woanders in die Schule gehen und habe halt gemerkt, dass auch meine Eltern sehr einfach sind, also nicht meine leiblichen Eltern, von denen reden wir jetzt nicht mehr, sondern meine Eltern, dass sie sehr einfach sind und quasi das Horizontdenken etwas eingeschränkt ist, sage ich jetzt mal. Was auch vollkommen in Ordnung so ist. Nur das war nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg gewesen. Mein Weg ist ein anderer. Und und dann stößt man halt öfter mal an die Tellerrandgrenze, bis man dann halt irgendwann, ich nenne es mal Abnabelungsprozess. Und der, bis die erste Freundin kam, die hat dann wieder geprägt. Und das war dann auch nicht einfach. Und da bin ich auch dankbar für, dass ich die gehabt habe, weil sie, in deren Familie habe ich dann nochmal gesehen, was Liebe ist, wie das Ganze so auch sein kann. Ja, und das fand ich total cool und das wollte ich auch haben. Und dann bin ich irgendwann also dann ausgezogen. Und das ist natürlich eine ganz krasse Veränderung. Und in diesem Ausziehprozess haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Und hab dann gesehen, wie quasi, also ich habe über den Jens, quasi Felix und dich halt kennengelernt. Und da bin ich ultra dankbar für. Hab mich auch so geprägt in der Phase und begleitet und immer B2B reflektiert und mega gut. Und das sind einzelne Prozesse, die einen das Leben sozusagen lehrt und die man aufgreift und mitnimmt. Auch die verschiedensten Frauen, also meine Lebenspartnerin zu dem Zeitpunkt, das war genau richtig, dass das so war. Ja. Die haben mich quasi auch Stück für Stück wachsen lassen. Zwar manche vielleicht auch, hat ja nicht gehalten, war auch gut so. Aber in diesem Prozess bin ich dankbar gewesen dafür, dass das so war. Oftmals versteht man das halt nicht in dem Augenblick, genau, sondern später. Und das ist das, was ich ja eben auch gesagt habe. Ja, und was hat dir denn geholfen? Weil wir sprechen jetzt von heute und schauen zurück. Und aber als du in der Situation warst, als Jugendlicher, dann die eine Freundin hattest, dann die andere und dann bist du ausgezogen, hast du bestimmt immer wieder, hast du mal wieder Gedanken gehabt an früher, was du erlebt hast? War das so oder hast du das alles verdrängt auf die Seite geschoben und ich will mir das gar nicht mehr angucken, einfach nach vorne schauen? Und wenn diese Gedanken kamen, was hast du denn getan? Was hast du gemacht, damit du mental stark bleibst? Ich habe sie verarbeitet. Ich war frühest in der Kindheit auch, als ich in der Pflegefamilie war, bei einer Psychologin. Und die Psychologin, also ich kommuniziere das offen drüber, das hilft mir, vielleicht mal auch andere Ansichten zu sehen. Ich habe das ja auch mit euch und meinen Freundinnen allen möglichen Leuten besprochen. Das hat mir geholfen. Das Reden, das offene, freie, ehrliche Reden hat mir geholfen. Und die Psychologin hat festgestellt, dass ich gar nicht mal so das Problem damit habe, sondern eher meine Pflegeeltern mal Rat bräuchten.
Und das offen und ehrliche Kommunizieren und nicht in sich hineinfressen, das hilft enorm. Und an sich glauben. Also das Selbstwertgefühl war ja bei mir, ich wurde früher als Kind extremst gehänselt, weil ich auch so dünn war. Und ich hatte einen anderen Namen gehabt und so. Und das war schon, war der Außenseiter. Ich bin ja auch nicht in der Stadt auf die Schule gegangen, sondern musste ewig lang aufs Land fahren zur Schule. Das war auch nicht so cool. Das heißt, keiner in meinem Umfeld ging überhaupt annähernd in die Nähe von meiner Schule. Und das prägt. So, ich habe angefangen mit dem Kampfsport. Das war ein essentieller Wendepunkt, ja, die Selbstverteidigung. Heute hat das alles einen Sinn. Und ich habe auch verstanden, wie mein Weg war oder mein Existenzweg, woher ich kam, wie der Weg sich aufgebaut hat mit Höhen und Tiefen, wie sich das alles entwickelt hat, wer meine Weggefährten waren, die auch mal in eine andere Richtung gegangen sind. Vielleicht kommen sie wieder. Vielleicht gehen sie aber auch ganz. Es ist, wie es ist, kann sich ändern. Gerade Thema Misshandlung. Ja. Wenn ich mir das so ein bisschen vor die Augen führe, wenn ein Kind misshandelt wird, das ist auch Missvertrauen, was ja entsteht, gegenüber von Menschen. Wenn ja, ich mir vorstellen, wenn ein Kind aufwächst und eigentlich von diesen, die Eltern sind ja eigentlich Vorbilder. Na, und wenn das Kind dauerhaft wahrnimmt, dass die Eltern ihn immer abstoßen oder irgendwie was Schlechtes antun, da kommt man dann in eine neue Familie, dann ist es schöner. Aber trotzdem denke ich, dass es auch prägend sein kann, auch für die Zukunft, für das ganze weitere Leben, für die Jugend und auch für die 20er. Wir sind ja beide schon Anfang 30. Wie war das denn bei dir? Gab es Situationen, wo du gemerkt hast, ey, diese Misshandlungen, die mich entwertet haben, machen es mir schwer, irgendwie Beziehung aufrechtzuerhalten oder auf irgendeine andere Form. Gab es da irgendwie so eine langfristige Nebenwirkung oder die entstanden ist? Gab's. Definitiv, gute Frage. Und es kommt direkt, die Information kommt direkt in den Kopf geschossen. Sehr gut. Ja, mehrfach. Also einmal, ich habe durch die Bank weg in meine Frühkindheit, bis ich in die Pflegefamilie kam, nur negative Gedanken. Danach auch. Weil, ja, wie soll ich sagen, ohne das jetzt abzuwerten, meine Pflegemutter ist halt recht einfach, sie ist herzensgut, aber auch die Misshandlungen sind ja auch verbal gewesen. Also sie hat mich halt schon oft runtergezogen, sie ist halt ultra cholerisch, die rastet direkt aus und wurde auch da handgreiflich, keine Frage. Und sie kann sich nicht entschuldigen, das ist auch schwer und das war halt prägend. Du schaffst das nicht, du machst Hauptschule, Realschule, ach, das schaffst du sowieso nicht. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss gemacht. Ach, mach eine Lehre und sowas. Ich wollte immer was mit Menschen oder Soldat oder Polizist oder sowas werden. Und durfte ich nicht. Und dann kamen auch so Sprüche, was prägend war, ich hätte dich besser an die Fremdenlegion verkauft, weil dann hätte ich wenigstens etwas von dir gehabt. Ja, das prägt. Oder es ist der größte Fehler, dass ich dich jemals aufgenommen habe. So, das ist halt wie ein Branding, was halt nicht mehr abgeht und es ist hier drin. So, das sind halt immer Erinnerungen. Und das ist halt schon enorm. Ich bin ihnen unendlich dankbar. Meine Beziehung zu ihnen wird auch immer besser, weil ich mein Verhalten halt anpasse. Ja. So. Sehr schön. Ja. Wir können alle die anderen Menschen nicht verändern. Ja. Wir können uns mit der Einstellung dazu verändern. Und das ist aber ein Lernprozess. Und ich bin dann meinen Weg gegangen. Wie war denn dein Weg? Weil du hast ja bestimmte Entscheidungen dementsprechend darauf aufbauend getroffen, dich weiterentwickelt. Du hast ja Freundinnen gehabt, du hast Freunde gehabt, von denen du bestimmt auch was gelernt hast, über dich selbst. Und dann wusstest du, okay, ich möchte jetzt das und das tun. Und dann hast du ja bestimmte Entscheidungen in deinem Leben getroffen, ob es jetzt privat oder beruflich. Wie waren denn diese Entscheidungen und wo haben die dich denn heute hingebracht? Die Entscheidung, Findungsphase. Ich habe dann, ja, wie gesagt, Kampfsport gemacht, habe dann da auch mit Kindern so eine Ausbildung bei einem genossen, das hat dann irgendwie nicht so geklappt. Und das hat geprägt, das hat mich weitergebracht in meiner Findungsphase. Ich habe eine Ausbildung machen müssen als Kfz-Mechatroniker. Es war gar nicht so meins. Hab's aber abgeschlossen,
habe dadurch meinen mittleren Bildungsabschluss bekommen. Danach habe ich Zivildienst gemacht, habe quasi da echt viel mitnehmen dürfen, weil dann habe ich auch nochmal mich reflektiert. Ich war früher Schutzbefohlener und konnte mich nicht verteidigen. Und die sind noch mehr am Arsch, als ich es war. Und einer hat ganz besonders mich dabei geprägt. Das war Manuel Krämer. Der ist neulich erst verstorben. Und um dem habe ich mich ja dort gekümmert. Der hatte, jetzt muss ich mich mal kurz sortieren, weil das ist noch nicht lang her. Der hatte Muskelschwund und der konnte nur zwei Finger ganz leicht bewegen mit so einem modifizierten Mauspad. Und der war am Arsch. Der hat Astronautennahrung bekommen und konnte dann später gar keine Hartnahrung mehr zu sich nehmen. Aber der hat trotzdem gearbeitet. Wie, das hat ihm so Spaß gemacht. Der hat eine Lehre gemacht. Der hat am PC IT-Systemkaufmann, glaube ich, hieß die Ausbildung, gelehrt. Und das hat mir nochmal einen Antrieb gegeben. Ich dachte, ey, wenn irgendeiner Probleme hat, der hat Probleme. Und der zieht's durch, der macht. Und weil er da Bock drauf hat. Und weil das einfach macht. Und das hat mir nochmal so einen Kick gegeben, da einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Wow. Und das war auch nochmal so ein Ding, wo ich sage, ja, super dankbar dafür. Und das habe ich vielleicht in dem Moment gar nicht so richtig gerafft. Aber im Nachhinein ist mir das alles jetzt neulich nochmal bewusst geworden, dass die einzelnen Charaktere, auch du, Marc, und mein ehemaliger Vermieter, der Lars, der dann mich da wieder geprägt hat. Und das sind Stück für Stück immer prägende Erfahrungen. Mein alter Basketballtrainer, meine Freunde, mein Umfeld. Und das sind dann, ja, mein Auszug, der erste Schritt in die Selbstständigkeit quasi so, wow. Und dann habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, die Bundeswehr, das wollte ich mir auch schon immer mal angucken. Ich habe Zivi und Bund gemacht. Mega gute Erfahrung, prägend, definitiv, aber auch nicht meins. Aber das weißt du heute. Ja. Was war deine Motivation, denn zum Bund zu gehen? Ich fand es super interessant. Ich bin ja so ein Erfahrungsmensch. Ich mache gern selbst die Erfahrung und kann sie dann weitergeben. Ja. Ja, Es ist genauso. Hat Marc gesagt, hier steht ein Haar ab. Vorher. Leute, das war so lustig am Anfang. Wir haben ein Vorgespräch gehabt. Pascal hat sich schön noch die Haare gemacht, sage ich, Pascal, alles cool. Dann habe ich gesagt, Pascal, aber da steht noch was ab, hier steht noch ein Haar ab. Nimmt er die Schere und schneidet sich gerade hier das Haar, was absteht, ab. Zack. Wenn du dir gerade diesen Podcast anhörst, dann empfehle ich dir, geh bitte jetzt auf YouTube oder wenn du Zeit hast, geh auf YouTube und schau dir das Ganze an. Das ist nämlich super lustig. Ja, ich wollte es. Ich wollte die Erfahrung machen, ich fand es gut. Ich habe dann meine Selbstverteidigung da halt, das hat weiter gesteigert und ja, die Erfahrung halt zu machen. Und das war mega gut. Ich war da bei den Fallschirmjägern, ich durfte mir das angucken, es war cool. Ich habe Erfahrungswerte mitgenommen, Disziplin, Ordnung, habe da auch gute Kameraden kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Auch gute Techniken und Sachen gesehen. Ich wollte es einfach. Um halt dann festzustellen, das war doch nicht mein Weg. Mhm. Kann es aber sein, dass es genau die Phase war, die du gebraucht hast? Weil wenn wir uns das Ganze ja betrachten, hast du ja durch eine ganze Kindheit und Jugend ja keine Disziplin vermittelt bekommen. Du warst auf dich alleine gestellt, du musstest dir selber was aufbauen und auf einmal kommst du in ein System rein, Bundeswehr, wo brutal Disziplin herrscht. Ganz brutal, das ist der krasse Gegenteil. War das für dich so der Ausgleich für deine Persönlichkeit, kann man das so sagen, oder siehst du es anders? Ja, teilweise. Zu Hause in meiner Pflegefamilie war meine Mutter der General, die hat alles bestimmt und da herrschte Diktatur und was sie sagt, das Gesetz, alles andere ist scheißegal und da hatte ich schon so meine eigene kleine Bundeswehr. Und nicht, dass jetzt die Bundeswehr eine Diktatur ist, um Gottes Willen, ich war echt was spät. Und ja, ich wollte es einfach. Mich hat das super interessiert und es war einfach cool. Nichtsdestotrotz habe ich festgestellt, das ist nichts für mich. Es ist zu krass. Und ja, Polizei stand noch auf dem Tableau. Mhm. Allerdings kam ich aus dem Saarland. Einmal quer nach Berlin zur Polizei. Berlin fand ich cool. Und das war auch
ein essentieller Bestandteil meines Lebens, den Cut zu machen von meinem kompletten Umfeld, was mich auch geprägt hat, hinzuziehen, 750 Kilometer weit weg und einen kompletten Neustart zu machen. Ich habe niemanden gekannt. Und das war im Nachhinein betrachtet mit das Beste, was mir passieren konnte. Klar hatte ich Schiss, ich hatte keine Freunde dort. Ich hatte damals noch eine Freundin im Saarland, die dann in ein Herrenzimmer gependelt ist. Es hat nicht funktioniert, was auch gut so war im Endeffekt. Und es war super. Einfach machen. Das ist ja meine Sache. Und was soll denn passieren? Zurückgehen kannst du immer. Außer, dass jemand mir einen Brennnesselarm macht, kann mir nichts passieren. Also das ist so. Ey, wir leben in Deutschland, mal ganz ehrlich. Ey, wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Wir haben immer Essen, wir haben so eine Art Grundversorgung. Was soll passieren? Ich hatte kein Geld. So, ich hatte nie Geld in meinem Leben. Und ich hatte Minusgeld, immer. Und Und trotzdem war dein Glas immer halb voll und nicht halb leer. So sieht's aus. Und das ist total krass. Das ist etwas, was ich gerade an der Stelle auch schon mal dir da draußen mitgeben möchte. Du hast bis jetzt ein bisschen gehört, was der Pascal Krasses erlebt hat. Was für prägende Momente in seinem Leben hat. Und trotzdem war für ihn immer das Glas halb voll, halb leer. Er hat eben von seinem Kollege gesprochen, der leider vor kurzem gestorben ist, der Muskelschwund hatte, der an ihn angeschaut hat und gesagt hat, ey, was er gerade meistert, wenn er das kann, kann ich das umso mehr. Und es gibt Menschen, die kriegen das gar nicht hin. Es gibt Menschen, die vergleichen sich und sagen, boah, krass, was der hat. Es ist ja total krass. Und wenn er das schafft, aber ich würde das niemals schaffen. Und dann stecken die den Kopf in den Sand, weil die der Meinung sind, ich würde das niemals schaffen. Und das war bei Pascal aber anders. Und deswegen ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schau mal, dass dein Glas halb voll ist. Schau mal nach vorne, sei positiv. Und was kannst du schon mal an der Stelle, Pascal, den Zuhörer und Zuhörerinnen da mitgeben, wenn die gerade eine schwere Situation im Leben haben, damit die, ja, genauso wie du, immer nach vorne schauen und immer weiter positiv bleiben und zuversichtlich bleiben, auch wenn die mal auf dem Konto gucken und schauen, boah, da ist ja gerade fast alles gegen null, da spricht alles gegen mich, aber trotzdem gehe ich raus und mache es. Was hat dir geholfen? Was kannst du als Tipp mitgeben? Glaubt an euch selbst, also das ist immer das Allerwichtigste, ne? Mein Leitspruch ist immer, nicht quatschen, machen. Und wenn ihr es nicht macht, wer soll es machen? Also ihr seid die Entscheidungsträger eures kompletten Lebens. Man kann euch immer die Hand reichen und einen Weg zeigen oder Möglichkeiten zeigen, aber gehen müsst ihr es immer selbst. Ihr müsst es, ihr dürft es nicht. Runter geht's immer und rauf immer. Also das ist, wie soll ich das ausdrücken? Nichts ist einfach und es hat euch keiner versprochen, dass ihr irgendwas geschenkt kriegt. So. Und ihr dürft eure Wege selbst gehen und entscheiden. Und wie ich eben nochmal gesagt habe, wir leben in Deutschland, ey. Hier herrscht kein Krieg auf der Straße und was soll passieren? Wenn du gesund bist, du hast Essen, dein Umfeld kannst du dir aussuchen, die Familie kannst du dir nicht aussuchen. Woher du kommst, ist scheißegal, das interessiert mich auch nicht. Wohin du gehst, das entscheidest du. Vollkommen, vollkommen richtig. Und was denkst du, wo das Problem ist bei Menschen, die das nicht hinbekommen? Es gibt ja Menschen, ich bin 100% bei dir, uns kann nichts passieren. Im Prinzip kann jederzeit jeder alles Mögliche versuchen, er wird immer hier von unserem System aufgefangen werden. Und es gibt Menschen, die werden nicht aufgefangen. Es gibt Menschen, die sickern durch und die sind mal auf der Straße und haben alles verloren. Was denkst du jetzt? Das ist jetzt ein heikles Thema, aber was denkst du, was das Problem sein könnte oder was das Problem von vielen Menschen sind, weshalb die sich nicht trauen? Die stehen sich selbst im Weg, ganz klar. Wow. Das ist, ich kenne viele, ich coach ja auch und habe Trainer ausgebildet und auch bei der Polizei Menschen ausgebildet und sie stehen sich selbst im Weg. Das Selbstbewusstsein auch, das ist ja oft ein ganz krasses, essentielles Problem. Und ich nenne es gezielt ein Problem. Normal gibt's ja keine Probleme. Die Probleme sind ja hier oben drin. Und sie glauben nicht an sich. Durch Kindheit geprägt, kannst du eh nicht. Pascal, du schaffst das eh nicht. Du machst das eh nicht. Du kannst das eh nicht. Mach das nicht. Geh auf die Hauptschule. Bist du dumm dafür.
So, ich bin knapp an der Legasthenie vorbeigeschraubt. Ich habe ein fucking Buch neulich geschrieben, das liegt jetzt beim Verlag. Hättest du mir das vor 15 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, jetzt noch Lappen am Zaun. Und das ist ja das, was euch den Menschen immer eingetrichtert wird, auch mit vielen Nachrichten, immer negativ, boom, so eine Art Bildzeitungsmethode, immer negative Sachen rausballern und die manifestieren sich im Kopf, was absoluter Schwachsinn ist. Und das ist das, was ich immer sagen kann. Glaubt an euch selbst. Ja, ich mache einen Riesenhaufen auf eine Kritik von einer Person, die ich nicht selbst um Rat fragen würde. Ja, also wenn mich einer kritisiert oder irgendwas sagt, ey, so, keine Ahnung, das ist scheiße, dann sage ich, ja, ist deine Meinung. Das ist deine Meinung. Das komm, okay. Und was ist, wenn das deine Eltern sind? Das ist wieder schwer. Da muss man differenzieren. Nahes Umfeld, weiteres Umfeld, außerhalb. Meine Eltern, wie ich schon sagte, Familie kann man sich nicht aussuchen. Und das ist ein Lernprozess, den man machen darf. Man kann sie nicht verändern, aber deine Einstellung dazu kannst du verändern. Du kannst es annehmen und du kannst aber auch sagen, Mama, das ist deine Meinung, dass du das so siehst. Ich bin eine andere Meinung. Jetzt wende meine Technik an, die ich auch in so Konfliktlösungsarbeit mache. Wie können wir das jetzt gemeinsam lösen? Zum Beispiel, ja, ich nehme den anderen mit ins Boot, nehme den Druck raus. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es so. Irgendwann gibt es einen Punkt, dann ist es so. Das kannst du nicht verändern. Und dann musst du schauen, was du daraus machst. Entweder trennt man den Kontakt immer Stück für Stück oder halt nicht. Ich habe zum Beispiel, ich kann ein kleines Beispiel nennen, wenn ich darf. Meine Eltern melden sich nie bei mir. Nie. Ich kann auf mein Handy gucken. Meine Mutter, als ich ausgezogen bin, die hat mich zweimal besucht. Das war's. Bei einem Geburtstag, als alle eingeladen waren und beim Auszug. Die melden sich nicht. Wenn ich mich nicht melde, ist Totenstille. Die interessieren sich nicht für mich. Und ich habe es aber offensiv angesprochen. Ich habe es gesucht. Ich habe es einverlangt. Ich habe mich ja immer gemeldet. Ich Idiot. Im Nachhinein denke ich, ich war ja auch der Triggerpunkt, weil wenn ich mich melde, warum brauchen sie sich ja gar nicht melden? So, aber das musst du erstmal verstehen. Das ist ja meine Entscheidung. Und wenn ich mich nicht melde, haben sie sich nicht gemeldet. Und sagen, oh, warum hast du dich nicht gemeldet? Sag ich, ihr hättet euch ja auch melden können. Aber ich habe mich ja vorher gemeldet. Eigentlich ist es ja meine Schuld. Ja, weil ich es ja gemacht habe. Und im Nachhinein habe ich dann halt immer mit ihnen gesprochen, habe halt gesagt, Mama, es wäre schön, wenn du nicht nur sagst, dass du an mich denkst, weil Gedanken kann man nicht sehen. Ich kann es nicht wissen. Also denke ich, du denkst nicht an mich. Es wäre schön, wenn du dich meldest. Und siehe da, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ich wohne seit ich 19,5 bin, so alleine. Seit 3 Monaten meldet sich ab und zu meine Mutter bei mir. Sie hat mir sogar eine Nachricht geschrieben. Und das habe ich jetzt gerade neulich erst nochmal richtig gefeiert. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, wir haben viel drüber gesprochen. Wir haben auch mit drüber gesprochen, Marc. Das ist krass, ne? Man kann es nicht einfordern, es funktioniert nicht. Aber wie du damit umgehst, das liegt allein bei euch. Also auch die, die jetzt zuhören. Es liegt immer bei euch. Man sagt, ja, die Technik funktioniert nicht oder sonst was. Es gibt kein Allheilmittel. Auch in der Selbstverteidigung gibt es nicht eine Wundertechnik. Ich mache so und es funktioniert immer alles. Das gibt es nirgends. Ja. Ja, ich finde das immer individuell zu betrachten. Ja, ich finde das gerade so wertvoll. Hab auch Gänsehaut gehabt. Du hast im Grunde auf den Punkt gebracht, weshalb so viele Konflikte entstehen, weshalb so viele Probleme entstehen, ist, weil wir uns nicht trauen, das auszudrücken, was wir gerne hätten, was wir gerne fühlen möchten. Und ich möchte auch gerne an der Stelle kurz eine Anekdote aus meinem Leben kurz teilen. Das hat mich extrem daran erinnert, was du gerade erzählt hast. Ja. Du kennst ja meine Geschichte, Pascal, jeder draußen wahrscheinlich ja auch, dass ich ja schwer krank war. Und in dieser Zeit, wo ich schwer krank war, habe ich sehr, sehr viel aufklärende Gespräche mit meiner Mutter gehabt, mit meiner Familie. Und irgendwann habe ich meiner Mutter gesagt, ey, weil wir so einen kleinen Streit hatten, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich mir schon wünschen, dass du mich mal öfters umarmst, wenn überhaupt mal umarmst, weil meine Mutter mich in meiner Jugend nie umarmt hat. Und auf einmal haben wir da beide angefangen zu weinen und sie hat mir erzählt, ja Marc, in der Pubertät habe ich sie mal abgestoßen. Ich habe sie mal abgestoßen, weil vor Freunde sollte sie bloß keine Emotionen zeigen. Sag ich, nein, Mama, geh weg. Genau, aber das hat sie anscheinend nicht verarbeitet.
man denkt immer, die Eltern sind ja ein Vorbild, die können das ja verstehen, etc., die stehen drüber, aber die hat das nicht verarbeitet und ab dem Zeitpunkt hat sie mich nie wieder umarmt. Und dann war dieser Moment, wo ich dazu ihr gesagt habe, irgendwie, klar, mir fällt es schwer, dich zu umarmen, weil ich das als Kind nie gelernt habe, weil ab dem Zeitpunkt, ich habe dich abgestoßen und dann hast du das angenommen und da war für mich so schwer, okay, das heißt, sie will das auch nicht. Und seitdem, seit 3 Jahren, wenn wir uns sehen, sie fragt mich gar nicht mehr, sie umarmt mich einfach. Das Kind in mir ist immer noch so ein bisschen schockiert, aber mehr und mehr wird es warm damit und dann wird es immer schöner, wo ich dann auch sie umarme und dann akzeptiere. Und es entsteht eine neue Beziehung dadurch, dass wir das Gespräch gesucht haben, genauso wie du es gemacht hast im Leben. Wir sagen, ey, eigentlich wünsche ich mir das schon seit Jahren. Und auch nur, da du diesen Schritt gemacht hast, hast du es auch verstanden. Genau. Hättest du das nicht gemacht, wäre immer so ein immer drüber reden. Das ist so wertvoll. Das ist super wertvoll. Und danke, dass du das gesagt hast. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht mit deiner Mutter. Weißt du? Ja. Und, jetzt hast du mich gerade inspiriert mit deiner Geschichte. Das muss ich auch mal teilen, weil das ist super. Ein Punkt, der bei so vielen Menschen ist. Und ich glaube, da draußen für dich, der dir gerade zuhört, ich glaube, du kannst dir gerade einiges jetzt gerade mitnehmen, auch dir mal vielleicht vornehmen, falls du noch nicht getan hast. Ja, das ist Beziehungen. Pascal, was willst du mit? Das ist auch das Geheimnis von diesem Teil hier. Die ehrliche und offene Kommunikation. Ja, von der Freundschaft. Freunde sind nicht immer nur da, um zu sagen, hey, du siehst heute so geil aus. Nee. So, sondern ey, sieh das mal nicht so. Oder sieh das mal so und so. Und konstruktive Kritik bringt einen sehr viel weiter. Wenn ihr euch immer nur alles schön redet, ihr müsst ja auch ab und zu mal stolpern oder ein Bein gestellt bekommen, um mal nochmal eine andere Muskulatur zu trainieren. Also man merkt auf jeden Fall, wenn man jetzt das Ganze mal jetzt anhört und mitbekommt, merkt man, dass dein ganzes Leben so aufgebaut worden ist, dass du einiges gelernt hast über Struktur, über Konfliktmanagement. Du bist in Systeme reingegangen, Bundeswehr, Polizei, wo du offensichtlich wieder mit Konflikte begegnen musstest als Autoritätsperson. Und ich glaube, dadurch hast du ja sehr, sehr viel gelernt fürs Leben und da, wo du heute stehst. Und nehmen wir uns doch mal mit, wo stehst du denn heute? Wir haben jetzt so ein bisschen deine Vergangenheit jetzt mal verstanden. Wir wissen, wer Pascal ist. Wir wissen, wer der kleine Pascal ist. Wer ist denn der heutige Pascal, den wir gerade hier sehen dürfen? Wo steht er denn? Was macht er denn? Was erfüllt ihn? Ja, wo stehe ich? Ich bin am 31. Mai ein Jahr verheiratet mit Anna Krischel. das ist glücklich verheiratet. Wir haben einen Hund und bin bei der Polizei, bin auch dort in einer Spezialeinheit, werde die Spezialeinheit demnächst verlassen und gehe an die Landespolizeiakademie und genauso, sofern das jetzt alles klappt, werde dort Sportlehrer und Einsatztrainer. Was heißt denn? Genau, okay. Landespolizei oder Landesakademie. Also ich bilde quasi Polizisten aus, die mal später quasi gern Polizist werden möchten. Ich bestärke sie positiv, baue sie mental und körperlich halt dort auf und in allen Bereichen, halt in allen Sportbereichen und auch in dem Kampfsport, was halt essentiell ist. Wie wir ja schon gesagt haben, hat mich die Selbstverteidigung komplett geprägt. Hab verschiedene Kampfsportarten gemacht, Free Fight, Brazilian Jiu-Jitsu, Krav Maga, Thai-Boxen, Alpha Combat und so weiter und so fort. Und durch diese verschiedenen Abschnitte, die ich da durchlaufen habe, auch Militär und Polizei, habe ich verschiedene Charaktere gehabt, die mich geprägt haben und habe dann quasi verschiedene Systeme kennenlernen dürfen und ich halte von geschlossenen Systemen nichts. Weil, wie es schon ist, geschlossenes System, geschlossenes Mindset, das heißt, die und die Techniken sind da und andere sind nicht gestattet. So, also es sind goldene Techniken und das musst du immer genau so machen und ansonsten funktioniert das nicht und dann ist es ein anderes System. Dann habe ich mir für mich gesagt, ey, absoluter Bullshit. Wir sind alle anders, also kann auch die Technik anders sein. Ich kann euch nicht immer was vorschreiben. Also habe ich selbst etwas gegründet, eine eigene Selbstverteidigungslinie,
und mir gesaugt wie ein Schwamm aus allen Selbstverteidigungsmöglichkeiten, die ich kenne und gelernt habe. Ich unterrichte jetzt seit 15 Jahren, krass, und habe das immer intensiver in den letzten 3, 4, 5 Jahren gemacht und quasi mein eigenes Selbstverteidigungssystem errichtet. Ich bilde auch Trainer aus, habe ein Franchise-System draus gemacht und habe jetzt, wie gesagt, ein Kinderbuch geschrieben. Ich mache ganz viel mit Kindern, weil ich halt selbst, der ergibt halt jetzt gerade alles einen Sinn, wenn ich selbst so negative Erfahrungen gemacht habe. Ja. Habe ich versucht, mich damals schon zu wehren, das hat nicht geklappt, habe mir dann mich spezialisiert und immer mehr mich selbst verteidigen können, bis ich gerafft habe, okay, krass, jetzt kann ich's, jetzt lehre ich's andere, ich beschütze auch andere, habe das professionell auf High Level gelernt und multipliziere es jetzt auch wieder. Mhm. Und möchte quasi meine Reichweite erhöhen, indem ich halt andere ausbilde und dann ein Franchise-System draus gemacht habe oder auch mein Buch geschrieben habe. Weil wenn du selbst, Verteidigung heißt jetzt nicht, ich hau dir immer nur ins Gesicht, sondern das ist zu keine Ahnung wie viel Prozent immer Kopfsache. Weil jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf. Mhm. Ja. Und wer nicht kämpft, ja, der hat eigentlich schon gewonnen. Und die hat mich halt selbstbewusst und stark gemacht. Ja. Das ist auch gerade eine krasse Aussage, weil viele sagen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und du sagst, wer nicht kämpft, hat schon gewonnen. Wow, so wow. Können wir da kurz bisschen mal reinzoomen? weil das ist das, was man ja kennt von der Gesellschaft. Wenn du nicht kämpfst, hast du schon verloren. Du musst gegen diese Krise kämpfen. Du musst gegen diese Erkrankung kämpfen. Du musst dagegen kämpfen. Wenn du nicht kämpfst, hast du verloren. Du sagst, nein, wenn du nicht kämpfst, hast du gewonnen. Und das ist, hat Tiefgang ohne Ende. Können wir ein bisschen tiefer da reingehen? Mal ein paar Minuten? Ja, sehr, 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 sehr gerne. Geil. Puh, dann versuche ich es kurz zu machen. Es ist wie, wie soll man das sagen, wie eine eigene Sprache lernen, die Selbstverteidigung. Ich kann euch jetzt ein paar Grundvokabeln an die Hand geben und ihr dürft den Satz bilden. Und es ist sehr, sehr spannend. Es gibt eigentlich im Leben immer nur einen Gegner und das ist man selbst. So das eigene Ego, der Schweinehund, wie es euer Stolz, euer keine Ahnung, euer, wie man es auch immer nennt, euer Kopf, was Marc halt immer sagt, ne, alles Kopfsache, hat so 1 Million% recht, so, weil es ist eigentlich alles Kopfsache, so. Und es sei denn, du hast jetzt, wie Manuel eben beschrieben, halt eine ganz krasse Krankheit, dann ist es nicht nur Kopfsache, sondern es ist ja anders. Das ist, aber selbst da, sein Mindset hat ihn daraus katapultiert. Und er ist Mitte 30 geworden und wäre eigentlich Anfang 20 seine Lebenszeit zu Ende gewesen. Und was ich aber sagen wollte, und jetzt schweife ich wieder ab, es gibt sehr, sehr, sehr viele Weisheiten, was das Kämpfen angeht und auch, wie soll ich sagen, eigentlich ist es ganz klar, also ihr seid euch selbst der größte Feind, aber auch der größte Freund. Mhm. Und Empfehlungen sind, ja, da kommen wir, glaube ich, vielleicht später noch drauf, macht was draus, aus dem Geschenk, dass ihr hier sein dürft. Auch jetzt zur Zeit ist ja hier Corona, so viele sind so negativ. Naja, Bullshit, klar ist das nicht positiv, aber es ist immer das, was ihr daraus macht. Ich habe so viel Zeit, ich kann jetzt das hier mit Marc machen. So, wir haben einen Hund, wir gehen mit dem Hund raus, ich mache Sport draußen, wir haben Ernährung. Mann, ich kaufe das zu essen, was ich möchte. Die gesunden Sachen sind immer da. Nur der Bullshit, den man nicht essen sollte, der ist ausverkauft. Mhm. So. Und dann gibt's jetzt, wow, ich habe einmal keine Zucchini bekommen. Oh, dann esse ich jetzt gerade mal keine Zucchini. So, wisst ihr? Also das ist immer das heißt, was ihr trotz macht. Das heißt, auch da in dieser, wenn wir jetzt gerade die Krise jetzt nehmen, die Corona-Krise, das Thema Kämpfen ist auch so, dass die Menschen ja versuchen, dagegen zu kämpfen. Sagst du auch, dass wir eigentlich nicht gegen die Corona-Krise kämpfen sollten? Kann man das auch so sagen? Ja, also das ist das, was ich auch... es ist immer ähnlich. Sachen, die ich nicht oder verändern kann, wir können das nicht.
Warum sollte ich da Energie reinstecken? Mhm. Es ist alles Energie. Es ist alles, wenn ich mich aufrege oder sowas, das mache ich gern, ab und zu beim Autofahren, so rege ich mich auf, weil der Idiot vorne irgendwie wieder was nicht gemacht hat oder so. Ja, aber das ist auch verschwendete Energie. Ich kann das nicht ändern. Und genauso können wir Corona nicht ändern. Oder meine Eltern. Es ist alles so, was wir nicht ändern können. So, es regt uns auch teilweise auf wie Sau. Ist auch mal okay. Ja. Nur was lernen wir daraus? Was machen wir daraus? Das ist ja essentiell wichtig. Ja. Das ist ja wichtig aus deiner Vergangenheit. Du lernst daraus. Aus Corona, wir können jetzt manche Sachen nicht machen, aber was machst du damit? Erstmal gehst du in dich. Ja, das machen wir. Wir gehen in uns. Dann in unser näheres Umfeld. Bereichern wir. Freunde, Familie. Und dann, wenn das auch passt, gehen wir nach außen. Das machen wir jetzt gerade. Ja, wir haben hier alte Laptops platt gemacht und haben die gespendet oder wir haben eine Mail ans Altersheim geschickt und gefragt, ey, können wir euch irgendwie helfen oder an Jugendeinrichtungen oder sowas, wo wir auch hingehen und fragen, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wir haben ja gerade eh etwas mehr Zeit. Ja. Also warum sollten wir irgendwas bekämpfen oder sowas? Das ist Bullshit, weil das ist so krass. Ich sehe es auch auf meiner Arbeit teilweise. Die sind so negativ gepolt und sie können ja eh nichts machen. Ja. Aber dann geht die ganze Energie flöten für etwas, was wir nicht ändern können. Ja. Wobei du so produktiv sein könntest und was machen könntest. Genauso wie du jetzt mit mir den Podcast machst oder guckst, dass es andere Wege gibt. Ja. Also es liegt an euch. Es liegt eigentlich nur an euch. Ihr seid der Endgegner. Ja. Und ich bin 100% bei dir und gerade das Thema Kämpfen sehe ich persönlich so als unsere Art und Weise zu denken. Sobald wir anfangen zu denken, kämpfen wir. Und ich vergleiche das Ganze immer gerne mit der Natur. Ich versuche immer eine Parallel zur Natur zu bringen, weil wir sind ja ein Stückchen Natur. Ja. Und ich habe in dem alles, was du gerade gesehen hast, sehe ich in dir einen Baum. Ein Baum, der auf ungünstigen, aber wie wir alle Menschen sind Bäume. Aber du bist wirklich so ein Vorbildbaum. Pass auf, das ist super lustig, die Vorstellung. Und zwar einen, der auf ungünstigen Boden aufgewachsen ist. Ein Baum, der vielleicht gar keine starke Wurzeln hätte haben können, der vielleicht schon mit ganz jungen Jahren schon umgefallen wäre. Aber irgendwie hast du dir keine Gedanken gemacht und du hast als Baum deine Wurzeln da ausgestreckt, wo Energie ist und wo Nährstoffe sind. Und du hast offensichtlich akzeptiert, dass du Unterstützung brauchst. Und dann hast du dir von anderen Leute Unterstützung genommen, damit du wachsen kannst, damit du größer werden kannst. Und was du natürlich gemacht hast, damit die Energie fließen kannst, ist, dass du diese Energie, die du von außen bekommen hast, und Unterstützung, du hast dir wieder gegeben, rausgegeben. Indem du jedes Jahr, wie ein Baum, immer die Blätter verliert, gibt er dadurch wieder Laub ab, wo wieder Nährstoff und Nährwerte für andere Lebewesen sind, etc. Das heißt, wir sind dauerhaft, sollten wir lernen und uns unterstützen lassen, wachsen und dann immer wieder das, was wir gelernt haben und wodurch wir gewachsen sind, weitergeben an andere Menschen, weil nur dann können wir weiter wachsen. Und gebe ich dir 100% recht, ja. Das ist ja auch das, was mein Antrieb ist, mein Elixier, das Geben. Ja? Man sagt so, Geben ist das neue Haben, ja. Geben ist mein Haben, definitiv. Und auch, du hast eben auch Geld erwähnt oder sowas. Früher hatte man öfter mal den Fokus auf Geld, weil ich hatte nie Geld. Ich hatte gar nichts. Ich musste auch die Hälfte meines Lehrgeldes abgeben. Ich bin das erste Mal, stand ich auf eigenen Beinen mit Mitte, Ende 20 bei der Polizei. Und kurz darauf, nachdem ich bei der Polizei meine Ausbildung vollendet hatte, habe ich das erste Mal normales Geld gehabt. Und was kam dann? Was kam dann? Dann kam der Vater Staat und hat gesagt, Herr Krischel, legen Sie bitte Ihr Einkommen offen. Ihre leibliche Mutter, ja, bezieht Hilfe vom Staat und Sie müssen alles, was Sie über Betrag X verdienen, abgeben. So, und dann stehst du wieder da und denkst dir, what the fuck, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? So, das hat sich zum Glück geklärt und das war ewig viel Rennerei, aber das, wie du das sagst mit dem Baum und auch, es kommt einfach und geht. Jetzt geht es mir super gut und es ist auch interessant, was ich noch gerne sagen würde, ist,
viele Menschen, auch ich, gebe extrem gerne das, was ich von den Kindern und von anderen, die ich begleitet habe. Ich habe eine Frau begleitet, die wurde schwerst überfallen, die war komplett zerstört, hat den Job verloren, musste was anderes arbeiten, hatte dann wieder mit der, die habe ich betreut, selbstverteidigungsmäßig. Danach bin ich bezahlt worden, um spazieren zu gehen mit ihr. Das habe ich gar nicht verstanden, bis ich gerafft habe, dass ich sie mental coache. Das habe ich nach einem Jahr verstanden. Und die ist jetzt in der Führungsposition und leitet 8 Filialen wieder. Wie geil ist das denn? Und das habe ich ihr gegeben. Also nicht alleine, aber sie hat gesaugt und ich habe ihr das gegeben. Und wie soll ich sagen? Viele Menschen geben gerne, doch wo wir uns beide einig sind, wer verlangt denn mal, dass man Hilfe bekommt? Also Wer sagt denn, wer nimmt denn Hilfe an? Gerne. Dann kommen wir zum Umkehrschluss und das durfte ich auch lernen. Und ich frage einfach so und viele geben gerne. Und das muss nicht immer Geld sein oder sonst irgendetwas. Das Geld kommt von ganz alleine. Ich achte, also das ist jetzt nicht, als wäre ich hier so, es kommt einfach und geht wieder. Und ich nehme Geld, ja. Ich durfte lernen, Geld zu nehmen für das, was ich mache, weil das ist, mein Stundenlohn kann mir ja theoretisch gesehen gar keiner bezahlen für die Erfahrungswerte, was ich eben gesagt habe, was ich alles mache, das gebe ich ja 1:1 wieder. Mhm. Ich bunkere nicht mein Wissen, ich habe kein Herrschaftswissen. Für mich ist es umso geiler, wenn jemand anderes noch stärker, größer, leistungsfähiger wird, als ich es bin. Und wenn ich ihm dazu geholfen habe, ey, wie geil ist das denn, wenn er abgeht wie eine Rakete? So, dann ist es doch so geil, das zu sehen, die anderen wachsen zu sehen oder auch, dass ich jetzt interviewt werde. What the fuck? So, ich werde interviewt, was ist das denn? So, ich bin ein 1%-Kind. Das bedeutet, 1% von dem Sumpf, wo ich herkomme, schafft es da raus. So, klar ist das cool, aber ey, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Bin jetzt bei der Polizei, bei der Spezialeinheit, Mann, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft, könnte jeder hin, schafft ihn jeder, würde ich mal sagen. Und habe ein Unternehmen gegründet und es läuft, habe eine super Ehe, für die bin ich unendlich dankbar. Offene, ehrliche Kommunikation, der Schlüssel zum Erfolg. Wow. Und ihr habt das alle selbst in der Hand, Marc. 100%. Pascal, danke dir auf jeden Fall für diese Worte, die sehr, sehr wertvoll sind. Und wir haben langsam so ein bisschen verstanden, wer Pascal ist, der kleine Pascal, und wie das sich aufgebaut hat und wo du heute bist. Das ist einfach total großartig. Gerade mit diesen Startschwierigkeiten, die es gab, hast du heute wirklich das Beste draus gemacht und ein Vorbild für sehr, sehr viele Menschen. Und da auch wieder danke ich dir dafür, was du da tust. Das ist total großartig. Wenn du an der Stelle dir gerade die Frage stellst da draus, ich möchte ja gerne mit Pascal Kontakt aufnehmen, du wirst gleich in der YouTube-Beschreibung unten oder in den Shownotes alles zu Pascal finden. Das heißt, seine Links zu seiner Homepage, zu Instagram, zu Facebook. Da kannst du Kontakt aufnehmen. Und jetzt kommen wir langsam zum Schluss und am Ende habe ich immer so ein paar Fragen, kurze Fragen und dann eine schnelle Antwort aus dem Bauch raus, ohne nachzudenken. Die erste Frage, Pascal, wo siehst du dich in deiner Zukunft, so in 5 bis 10 Jahren? Jo, nochmal hier. wo sehe ich mich in meiner Zukunft? In irgendeiner Form gewachsen. Ich lasse meine Zukunft offen. Ich würde gern mehr wachsen, mehr lernen, mehr, dass es einfach vorwärts geht, geistig als auch körperlich, und einfach mehr geben und mehr Menschen zu erreichen. Das ist was ich persönlich auch noch nicht so optimal kann, halt sowas, wie du jetzt schon perfektionierst, halt die Reichweite zu erhöhen, um den Menschen zu helfen. Das kann ich noch nicht. Ihr könnt mir, wie Marc schon beschrieben hat, das ist jetzt gerade Bescheidenheit. Das ist Bescheidenheit ohne Ende, weil wenn ihr Pascal mal kennenlernt und mal auf seine Links mal drauf geht, merkt ihr, dass er eine ganz große Reichweite und live vor Ort, nicht online, aber live vor Ort, ganz viele Menschen hilft. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Du kannst viel, viel mehr Menschen unterstützen, da stark zu werden. Meine nächste Frage, was ist deine Vision? Meine Vision? Anderen zu helfen, Sicherheit zu geben, selbstbewusster, gesünder und stärker zu werden. Das ist meine Vision. Wow. Und dass sie
so sind, wie sie sind und angenommen werden, wie sie sind. Hm. Sehr, sehr schön. Passt ja auch zu dem alles, was du erlebt hast. Voll Sinn ergeben. Zudem darf ich zu dem sagen, was du erlebt hast. Einen Satz würde ich gerne sagen. Ich habe mich vor kurzem mit meiner leiblichen Mutter getroffen. Sie hat nur noch 37 Kilo und hat eine schwere Lungenkrankheit und ist am Ende. Und ich hatte keinen Kontakt die ganze Zeit zu ihr. Und da möchte ich Folgendes sagen. Ich für mich habe mir überlegt, mit meiner Vergangenheit auch komplett aufzuräumen und hatte auch gesagt, dass ich keinen Kontakt haben möchte. Auch finanziell, weil das dann heißt, ey, du hast Kontakt, du musst bezahlen oder sonst was. Und weil ich das eh alles negativ fand. Ich habe mich mit ihr getroffen, um das Ganze abzuschließen. Weil wenn sie stirbt, könnt ihr auch, also wenn ihr ähnliche Probleme habt, könnt ihr das nicht mehr rückgängig machen. Und das habe ich mir egoistisch, sage ich mal, für mich gesagt. Ich entscheide das, ob ich damit aufräumen kann oder nicht, ob ich mich nochmal aussprechen kann. So. Und ich habe es gemacht. Ich bin dorthin gefahren. Hab gesagt, so, ich treffe mich mit dieser Frau. Und was ich gelernt habe, ist, ich bin erwartungslos. Ich bin fast erwartungslos, geht nicht immer. Dorthin gegangen und habe gesagt, okay, gut, mal gucken, was kommt. Ich habe nur negative Erfahrungen gehabt. Und Entschuldigung, Marc, dass ich das jetzt noch kurz erzähle. Es ist mir essentiell. Alles cool, das ist sehr, 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 sehr wichtig und sehr wertvoll. Danke dir dafür. Sie hat eine Frage gestellt. Und zwar war das die, sie hat vorher nichts groß gesagt. Pascal, habe ich alles richtig gemacht in der Vergangenheit? Das war die Frage. Und dann saß ich da. Und ich saß da und habe überlegt, habe ich alles richtig gemacht in der Vergangenheit? Ich sagte, die Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Und was, wenn du mich fragst, wenn du eine Antwort von mir hören möchtest, ist, ich habe nur negative Erfahrungen in die Vergangenheit. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern, also würde uns das jetzt auch nicht weiterbringen. Was ich aber sagen kann, ist, ich bin der Mensch geworden, der ich jetzt gerade bin. Und dafür bin ich dankbar. Mein Leben läuft perfekt. Für meine Ansicht. Läuft mein Leben perfekt. Es läuft so, wie ich bin. Und dafür bin ich dankbar. Ja. Sehr, so. Sehr schön. Wow. Ich habe nur negative Erfahrungen gehabt. Wie gesagt, das habt ihr jetzt alle gehört. Ja. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Aber jetzt bin ich doch gerade so, wie ich bin. Und deswegen bin ich so geil. Also das Leben ist so geil, bin ich so geil. Das will ich gar nicht sagen, aber es ist einfach so. Das darf so sein. Mega, mega schön. Ja. So, so, so wichtig. Auch mal nicht zurückzuschauen und zu sagen, es ist alles... Ja, alles schlecht, sondern sagen, ich bin dankbar, weil das hat mich dorthin gebracht, ja. Wo ich heute bin. Ja, egal. Es ist einfach so, wie es ist. Du kannst es nicht ändern. Aber der Weg. Großartig. Und wir sind, weil das so war. Mhm. Pascal, was ist darauf aufbauend dein Sinn im Leben? Mein Sinn im Leben. Manche sagen Sinn, manche sagen Zweck der Existenz. Mein Sinn. Mhm. Ja, das ist gut. Ja, ich bin, mein Sinn ist unendliche Dankbarkeit, dass ich so sein darf, wie ich bin, wie ich die Leute kenne, wie ich bin, mein Umfeld so gestalten darf, wie es ist und anderen zu helfen, sicherer, stärker, selbstbewusster, gesünder zu machen. Das Geben, anderen auch die Sicherheit zu geben, die sie vielleicht nicht sehen, aber es steckt in jedem Einzelnen von euch drin. Ihr seid alle Raketen. So, ihr geht alle ab. So, ab und zu fehlt nur noch, bitte das, der Zünder. Und den gibt euch auch Marc. So, noch mit Knochenmark oder mit seiner Health Academy. Das sind Schnipser. Das sind Anstupser, Hände, eine Leiter zu irgendwas oder ein Apfel. So. Ja. Und das ist auch das mein Sinn. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Das ist so. Nee, passt wunderbar. Danke dir dafür. Letzte Frage. Ja. Alles cool. Also es ist alles so wertvoll, Pascal. Das ist letzte Frage. Was ist dein Lebensmotto? Nicht quatschen, machen. Komm direkt raus. Ja, das ist klar. Das ist
Viele quatschen immer nur, wenige machen. Mhm. Umsetzen. Ja, die ganzen Bücher, die ganzen Weisheiten, die ganzen Gespräche, alles bringt ja nichts. Wir leben in einem Zeitalter vom Informationsüberfluss. Mhm. Saugt und setzt um. Nicht quatschen, machen. Machen. Mhm. Essentiell wichtig. Ohne Machen funktioniert gar nichts. Großartig. Ach, sehr, sehr schön. Ihr Lieben da draußen, wir kommen langsam zum Schluss oder wir sind am Ende angelangt. Pascal, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für das, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast, die das vermutlich nicht einfach war. Und ich bin mir sicher, wir haben damit jetzt ganz, ganz viele Menschen da draußen geholfen, die vielleicht das Gleiche erleben. Und wenn du da draußen dir gerade die Frage stellst, wow, krass, aber ich habe noch eine Frage und ich habe hier noch eine Unklarheit und ich möchte noch gerne mehr über Pascal erfahren. Ich möchte gerne wissen, was ist das denn hier mit diesem Reiter hinten? Was macht er denn konkret? Bei mir sind noch ganz viele Fragezeichen. Das werden wir jetzt hier heute nicht mehr aufklären. Gehe jetzt hier unten in die YouTube-Beschreibung oder Shownotes, klicke auf die Seite von Pascal, nehme auch gerne mit Pascal Kontakt auf. Wenn du auch in der Branche Selbstverteidigung aktiv werden möchtest, dann kann ich Pascal auch gerne unterstützen. Und ansonsten, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich oder freuen wir uns ganz extrem, wenn du ein Like hier lässt, eine 5-Sterne-Bewertung abgibst oder sogar dieses Interview mit anderen Menschen teilst, die das vielleicht deiner Meinung nach auch hören oder sehen sollten, um denen einfach Mut und Kraft zu geben. Vielleicht kennst du Menschen, die auch misshandelt worden sind, die eine ganz schwere Vergangenheit haben und heute mit ihrem Leben noch kämpfen. Und vielleicht sollten die aufhören zu kämpfen, um endlich mal zu wachsen. Und das ist so ein bisschen die Essenz des Interviews. Und da sage ich einfach großen Dank, also ganz großes Dankeschön, Pascal, an dich, dass du heute dabei warst. Ich habe zu danken, lieber Marc. Sehr gut. Also sehr gut gemacht. Sehr, sehr gute Fragen. Vielen Dank für alles. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Und für dich da draußen, wenn du dir gerade denkst, ja, ich habe aber auch eine Geschichte, ich habe auch was Krasses erlebt und ich möchte auch, genau wie Pascal, hier deine Geschichte mit mir teilen, um einfach andere Menschen damit zu helfen, damit du mal auf YouTube, auf Spotify, iTunes, als Podcast überall zu hören bist und auch sagen kannst, ey Leute, hier ist meine ganze Geschichte, ich wurde interviewt und ich kann anderen Menschen helfen, dann nehme gerne mit mir Kontakt auf und dann schauen wir, ob deine Geschichte in mein Raster passt und wenn sie passt, freue ich mich ganz extrem, dich dann begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich dir von Herzen alles erdenklich Gute und ja, mit den Worten Pascal, quatsche nicht, sondern mache. Mache und steh dir nicht selbst im Weg, denn du kannst alles erreichen, was du erreichen kannst. In diesem Sinne, das war dein Knochenmark und das war Pascal Fischel, der Gast des Tages. Ciao. Ciao.